Willkommen zurück zu meinem Let's Play UFO Defense oder XCOM, wie es auch genannt wird. Wir haben da oben, von da oben könnten wir vielleicht auch schauen. Wir haben das letzte Mal war ich ein bisschen müde schon. Okay. Und ich habe auch gleich einen von meinen Leuten leider erledigt. Kann man nichts machen. Ich hoffe, das wird dieses Mal nicht so weitergehen. Wir haben da hinten irgendwo muss das UFO sein. Oh, da ist es. Okay, wir haben das UFO gefunden. Sehr gut. Also ihr seht, man kann hier sich auch Durchgänge schießen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Iva Retter. Da haben wir letztens dieses eine Alien-Ding erledigt auf dieser Seite. Das fand ich sehr gut. Ah, du bist ja weiter hinten gestanden. Du warst ja nicht der, der da vorne steuert. Naja, gut. Okay. Next one. Du lässt dir einen Schuss bitte zu. Zuerst. Ah, Mist. Da ist ja schon jemand. Na gut. Soll sein. Bin ich ein bisschen zu. Schlecht gegangen. So, kniest du dich hin? Nein, kniest dich nicht mehr hin. Das geht nicht mehr. Da haben wir jetzt den Eingang vom Raumschiff und wir sehen den sehr schön. Mal schauen, ob ich das besser mache als das letzte Mal. Das letzte Mal bin ich ja ziemlich verstorben. Ah, da ist noch einer heraus. Ja, das geht mit einem Autoshot noch. Geht sich das aus? Oi. Ja, wir haben uns drehen müssen. Ein Snapshot. Oh, hat irgendwie nicht funktioniert. So, da hinten ist der Alien. Schauen wir mal. Müssten wir? Nein, geht nicht. Wir können nicht einfach gerade durchschießen, leider. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Yolanta. Ist auf dieser Seite von der Mauer. Hin, dann bist du ein weniger gutes Ziel. So, Matthias Müller.
Zum Ziehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier, du bist schon gefahren, du bist auch schon gefahren. Da oben sind nur tote Aliens. Du bist noch nicht gefahren. Ja. Auf jeden Fall schauen wir da jetzt mal raus und warten, ob was passiert. Gut, nächste Runde. Schauen wir mal. Ich hoffe, der eine, der da jetzt vorgegangen ist zu dem Alien, stirbt nicht. Ah, da ist noch einer. Puh. Oh, sie haben beide nicht geschossen. Das fand ich nett. Beide sehen wir auch noch. Schauen wir mal. Das war ziemlich unfähig. Was hat denn der für eine Firing Accuracy? 70%. Echt jetzt? Hat aber nicht so gewirkt. Okay. Geklappt. So, und die restlichen. Oh, da hat er auch was zerstört. Und dann geht er mal. Na, okay. Gut, nächster. So, da schaut es nicht so aus, als wäre hier irgendwie was. Kann der auf den schießen? Ich fürchte nicht. So. Allerdings trifft er nicht. Wir sind so großartig. Wir sind so großartig. Boah, wir haben schon 5 Aliens erlegt und sie haben nur einen von uns erlegt. Das finde ich gut. Das war ein sehr guter Platz, wo der gestanden ist jetzt. Knie. Du gehst drauf. Von da oben hast du einen sehr guten Überblick. Sehr guten Überblick. Sehr gut, sehr gut. Rising. Gut, auch du hast einen schönen Überblick von hier. Und wirst mal darüber schießen, wenn es sein muss. Schon wieder oben. Das heißt, du gehst mal runter. Matthias Müller, du gehst mal da vorbei.
Kuh da raus. Okay. Fahren. Passt. Alles gezogen. Also machen wir weiter. Das gefällt mir nicht. Sind hier irgendwo Aliens aufgetaucht? Ich sehe jetzt einmal keine. Aber das heißt natürlich nichts. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 erledigte Aliens sogar schon. Schau, schau. Vielleicht, dass wir eine Alien-Granate reinwerfen, aber da würden wir wieder einen Haufen zerstören von dem Raumschiff und wir wollen ja möglichst viel intaktes Zeug bringen. Ja, Alien. Hoffentlich bald tot. Sehr gut. Dieser Alien wird keinen Schaden mehr anrichten. Lass dich da hier. Und bleibst stehen einfach. Gut, in diese Richtung sehen wir relativ gut. Ich glaube, da hinten wird wohl nichts mehr sein. Sonst hätte uns schon irgendetwas von hinten angegriffen. Na dann. Gehen wir also rund um das Raumschiff. So. Oh, ich sehe das ja gerade, der ist ja verletzt. Wieso das? Was hast du getan? Offensichtlich hat ihn jemand angeschossen. Mist. Ah, dann solltest du besser liegen bleiben. Stehen bleiben hier. Dann. Ich glaube, zwei Runden hält das noch durch. Der bleibt auch da stehen. So, du kannst dich aber gar nicht schön weit bewegen, Lorna. Du bist ziemlich langsam. Silvio, hinterher. Du ebenfalls. Können wir schießen, falls jemand rauskommt. Okay. Ah.
Wieso war der schneller als wir? Sehr ärgerlich. So, du schießt jetzt mal auf den. Ich glaube, du müsstest eigentlich eine gute Position haben, um auf den zu schießen. Oh, du hast doch eine gute Position, um... Und noch einen verloren, ärgerlich. Wir haben zwar jetzt 7 Aliens bereits erledigt. Aber wir haben auch schon 2,5 verloren und das könnte durchaus sein, dass wir eben den da auch noch verlieren. Sehr ärgerlich. Wir müssen uns beeilen ein bisschen. Also mehr gehen, als ich eigentlich wollte. Vielleicht war der Schwierigkeitsgrad doch zu hoch für mich. So, du bleibst einmal hier stehen. Du bleibst auch hier stehen. Du bewegst dich auch da rein. Du gehst auch da rein. Und du kommst auch danach. So, scheint ja keiner mal reinzukommen. Nicht. So, du brauchst hier nicht mehr bleiben. Es kommt keiner mehr raus. Wir haben den einzigen Ausgang besetzt. Ja, du kannst Gas geben. Fertig. So, bei dir glaube ich auch nicht, dass du noch was... hier. Du kannst also auch hinten nachgehen. Meine Güte, ich bin so dumm. Ich habe ja... Ach, ich habe ja Medikits. Shit. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Einen? Warte mal, hat einer von denen ein Medikit bei sich? Ja. Hast du auch eins? Bitte sag ja. Nein, natürlich nicht. Hast du eins? Nein, natürlich nicht. Ach Gott, ich bin so dumm. So, was war das? Heal.
Heal und Heal. Oh. Ich habe ihn gerettet. Ich bin so gut. Okay, use Medikits, was war nochmal? Stimulant oder Painkiller? Stimulant war es, glaube ich, das ihm Lebenspunkte zurückbringt. Hey, er hat wieder 10 Lebenspunkte. Ich bin beeindruckt. Ivar Retter wird leben. Vielleicht. Außer er stirbt jetzt dann noch. Na, du bleibst da stehen derweil. So. Luana. Silvio. Okay. Könnte mir jemand sagen, warum meine Leute nicht in der Lage sind? Zuerst zu schießen, wenn ein Alien auftaucht, sondern immer zuerst abgeschossen werden, bevor das Alien kommt. Okay, du kannst weitergehen einfach, weil... Ich sehe ein Alien. Gut, kannst du es auch abschießen. Nein, kannst du nicht. Du kannst sterben. Mist. Wir haben sogar getroffen. Ah, so ärgerlich. So, du. Geht ihnen nach. Wer weiß, ob wir dich brauchen. Bis dahin. There is no one there. Hm. Ich hab's befürchtet. Du bist mein Held. Du hast den Retter gerettet. So. Ah, Mist, das hätte ich tun müssen. Naja, wurscht. Jetzt kann ich auch gleich hinknien. So, Lorna. Und noch das Silvio. Okay, alle durch. Der hat jetzt 2 erschossen. Echt jetzt? Kann sie wohl nicht sein.
Mist. Wieso hast du nicht geschossen? Warum hast du eigentlich nicht geschossen, verdammt nochmal? Du hast ihn ja gesehen. Wozu hebe ich mal für euch irgendwelche Punkte auf? Das ist so ärgerlich. Korps. Nein, ach Gott. Das ist so ärgerlich. Das ist noch ärgerlicher, dass dieses Ding tut, was es will. Genau, stelle ich da her. Das ist ein guter Ort. Da sind erst zwei Leute gestorben. Korps und Korps. Mein Sergeant ist auch gestorben. Das ist ja unglaublich. So ein Raumschiff kennen wir bereits. Knie ich hin. Jetzt sind schon wieder so viele gestorben, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt habe ich den Retter gerettet und der Rest ist verstorben. Ja, fünf Leute. Das gibt's ja nicht. Es kann nicht jedes Mal fünf Leute sterben, nur wenn wir irgendein Dings, irgendein Alienschiff auseinandernehmen. Arr, das habe ich schlecht gemacht. Okay. Wir haben 10 Aliens gekillt. Sehr gut, immerhin was. Und wir haben eine UFO Power Source, eine UFO Navigation Alien Alloys und Elerium gefunden. Sehr gut. Also insgesamt war es kein schlechtes Rating, es hätte aber besser sein können. Na okay. Okay Silvio, es freut mich, dich kennengelernt zu haben. Bei der nächsten Mission wirst du wohl sterben, wenn du jetzt Sergeant bist. So, fünf Leute sind verstorben, das heißt wir müssen schon wieder fünf neue purchasen. Ich hoffe, dieses Mal sind es bessere. Unglaublich. So, wir könnten noch was produzieren. Und zwar machen wir mal einen Heavy Laser. Leute arbeiten dran und wir machen, sagen wir mal, 10 Stück. Die sind nicht ganz so toll wie die Laser Rifles. Und Equip Craft, Sky Ranger. So, und dann schauen wir mal. Zweimal Wounded. Haben wir mal die ganzen Rookies drauf. Was soll's? Was gibt Schlimmeres? So, wir haben 14 Laser Rifles drauf. Wir werden nur 4 Laser Pistolen raufgeben. Granaten. Brauchen wir auch nur 9, dann kriegt jeder eine Granate, entweder eine normale oder eine Alien-Granate. Achso, nein, Blödsinn. Ach, das waren die Stun-Rods, die ich da gesehen habe. 3 und 9 sind 12, 13, 14. Gut, 14 Granaten. Ich überlege gerade, ob ich den Rocket Launcher wirklich oben lassen soll. Ah, ja.
Rocket Launcher sind supi. Ja, Armor wäre schon ganz gut, wenn wir hätten. Ich weiß nicht genau, was wir erforschen müssen oder finden müssen, dass wir Armor kriegen. Hey, wir haben eine Laser Cannon. Few Report. Damage 70, Range 21 Kilometer, Accuracy 35%, Reload Time 12 Sekunden. This conventional laser beam is powered by an antimatter reaction chamber. Das ist die normale Kanone, die hat 10 Kilometer, das heißt, mir ist doppelt so weit. Der Avalanche hat 60 Kilometer und die Stingray 30 Kilometer. Puh. Außerdem macht die Avalanche mehr Schaden. Und die Stingray eigentlich auch. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen 70, warte mal. Ja, na, macht genauso viel Schaden wie der Stingray. Hat aber eine geringere Accuracy. Allerdings schießt er schneller. Naja, vielleicht sollte man das eine Flugzeug mit einer Laser Cannon ersetzen. Die Stingray. Allocate. New Project. Laser Defense klingt gut. Das ist die Gruppe, die irdische Forschung betreibt. Ah, wir haben einen Small Launcher und eine Stun Bomb gefunden. Ich kann mich erinnern, das war dann später ganz praktisch, um lebende Aliens zu fangen. Vielleicht müssen wir eine 20 einsetzen. Und da auch 20. Beiden 20 ist gut. Außerdem könnte man vielleicht 10 weitere Wissenschaftler uns zulegen. Ah. Wir können jetzt einen Tank mit einer Laserkanone bauen. Den könnte man vielleicht machen fürs Raum, für die Dings, für den Sky Ranger statt den Soldaten. Obwohl ich dazu sagen muss, diese Tanks sind nicht besonders praktisch. Ist okay. Gehen wir mal ganz kurz in die Basis. Was wollten wir? Genau, wir wollten schauen, ob wir noch einmal 10 Wissenschaftler organisieren können. Dann haben wir das Labor voll. Geld ist auch bald aus. Sehr gut. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle werde ich mich von euch wieder verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag noch. Schlaft's gut, träumt was Schönes.